Ein befremdlicher Fremder ist unter mein Dach getreten. Ich habe mich abgeplagt, um dem Fremden zu gefallen. Ich habe ihm angeboten meine Frau, mein Feuer und mein Bett. Er hat mir meine Gastfreundschaft schlecht vergolten. Er hat zum Dank für alles mir den Krieg erklärt. Diese hier kann ich sagen. Zuerst, wie ihr war daher gekommen, ich habe ihr gesehen. Etwas. Ich kann euch nicht sehen, aber damals, als die Deutschen gekommen waren, jetzt habe ich sie gesehen. Ich habe keine Augen. Jetzt habe ich keine Augen mehr. Die Wolken haben bedeckt. Wolken haben alles bedeckt und versperrt. Ich sehe ein Haus in den Wolken. Das Haus ist in der Mitte des Wolken. Ich habe gelernt, unser Kaiser heißt Wilhelm II. Seine Gemahlin hat den Namen Augusta Victoria. Der Kaiser und die Kaiserin waren in Berlin. Wir haben das gelernt. Je m'appelle Else. Le nom que papa m'avait donné. Ich heiße Else. Das ist der Name, den mir mein Vater gegeben hatte. Mein Vater hieß von Puttkammer und war der erste deutsche Gouverneur von Kamerun. Und meine Mutter hieß Johanna oder Törntje. Sie war ein Mädchen aus dem Volk der Bamun und lebte am Hofe des Königs Njoya, der mit meinem Vater befreundet war. Vater hatte den König um eine jungfräuliche Prinzessin gebeten und der Sultan schenkte ihm ein Mädchen, das noch keinen Mann gekannt hatte. Vater hat sie mitgenommen und dann wurde ich gezeugt. Ich bin hier geboren. Es war einmal, beginnen unsere Märchen zu erzählen. Es war einmal, die Legende vom guten Deutschen in Afrika. Es war einmal ein Mädchen wie blasse Milchschokolade in der deutschen Kolonie Kamerun. Oder Else wurde geboren, weil der schwarze König seinem weißen Herrscher eine Frau wie Ebenholz geschenkt hatte. Aber Else war das Mädchen, das nicht hätte leben dürfen, denn auf der Welt gab es für Kinder zweier Rassen keinen Platz. Else, die Mulattin, ist 78 Jahre alt geworden. Sie lebt in Fumban, der Hauptstadt des Königreiches Bamun, im Hochland von Kamerun. Fumban ist eine alte Stadt, Kreuzpunkt vieler Traditionen, Kulturen und Zivilisationen. Ein reicher Ort, an dem sich Afrika, der Islam und das Christentum begegnen. Nach der Jahrhundertwende waren nämlich in dieser Stadt deutsche Missionare, Händler und Soldaten am Werk. Und die deutsche Zeit hat Spuren hinterlassen.
Rachel, weißt du, wann die ersten Deutschen hergekommen sind? Ja. Wie war das damals? Die Leute waren erstaunt, als die Weißen kamen. Das war damals am Palast des Sultans. An das Jahr kann ich mich nicht erinnern, obwohl der Großvater uns die Geschichte sicher schon 10-mal erzählt hatte. Als die kamen, sagten die Leute, guckt mal, das sind Weiße. Und alle dachten, es gäbe nun Krieg und die Deutschen wären gekommen, um uns anzugreifen. Ja, und was geschah dann? Da gab es einen weißen Typ, der hielt was in der Hand und Zigaretten. Und man wusste damals gar nicht, was Zigaretten sind. Und in der Hand hatte der eben ein Feuerzeug. Als er sich damit eine Zigarette anzündete, dachten die Leute, dass er mit dem Feuer die Vögel vom Himmel holen wollte. Aber das konnte wohl nicht sein. Mehr weiß ich nicht. Hatten denn die Leute Angst? Ja, die Leute hatten Angst und sie glaubten, dass der Deutsche nur einen Finger bewegen musste und schon fallen die Vögel tot vom Himmel. Rachel, das Freudenmädchen, hat ihren Geschichtsunterricht beim Volksmund gelernt. Die ersten Begegnungen der Leute in Fumban mit weißen Menschen vor 90 Jahren sind noch heute der Ausgangspunkt vieler Anekdoten, Legenden und Mythen von der Allmacht der weißen Zauberer aus Deutschland. In Afrika wird Geschichte durch Geschichten weitergegeben. Die Leute hier erzählen gern und das Palaver der Nachbarn und Verwandten ist eine Gerüchteküche und wehe dem, der zu ihrem Opfer wird. Die hellhäutige Else ist den Nachbarinnen ein exotischer Vogel und die Geschichte des Halbbluts aus deutschem Adel gerade gut für manches Gerücht, Geschwätz und Vorurteil. Erreichen die Deutschen die prachtvolle Stadt und das Staunen der Entdecker über die einmalige Hochkultur will kein Ende nehmen. Mit traditionellen Palästen mit 5 Stadtwällen von Wehrgängen umgeben, regiert König Njoya, das Herz dieser Welt. Die weißen Gäste werden diese Welt verletzen, obwohl ihnen Njoya mit Gastfreundschaft und ungekannter Würde begegnet. Njoya öffnet seine Welt den waffenstarrenden Machthabern, weil er sein Volk vor ihrem Zorn zu retten sucht. Eine neue Zeit bricht an im alten Königreich. Hier ist mein Großvater und hier haben sie meine 2 Schwestern, Lydia und Rahel. Mein Großvater ist da. Er hat mir erzählt über die Deutsche Ankommen in Kamerun. Er war auch die erste Christian in Kamerun, besonders in Fumban. Er hat mir gesagt, dass im Jahr 1900 ungefähr 1900 sind die ersten Deutsche in Fumban gekommen. Und 2 Jahre später sind die anderen gekommen. Aber im Jahr 1906 sind ein Missionär, Martin Göring, hier angekommen. Und mein Großvater hat mit ihm gearbeitet. Er war, was wir Boy nennt. Er war ein Boy. Und er hat mir erzählt, dass die Ankunft von den Deutschen hier in Kamerun war sehr, sehr stark. Weil die Neger nicht die Weißen wollen. Und sie waren... Sie hat Angst für die Weiße. Der blinde Zacharias besucht gerne Else. Else hat dem kaisertreuen Greis einen Gugelhupf gebacken. Als die ersten Weißen gekommen waren, war er noch ein kleines Kind. Später, als Else geboren war, ging er schon zur deutschen Schule. Else, das erste Mischlingskind, hört dem Blinden gerne zu, wenn er aus den Flitterwochen der Deutschen in Fumban erzählt. Ja.
Die Weißen sind die Menschen, die aus dem Wasser kommen. Seltsame Menschen, mit Augen voll anderer Welten. In ihren steifen, gezierten Gesängen warst du alles Negerin, nur nicht du selbst. Hatte Ihre Mutter über Ihren Vater gesprochen? Nein. Sie sagte nur, alles, was ich habe, sind nur Erinnerungen an deinen Vater. Sie nahm aus ihrer kleinen Tasche das Foto und gab es mir und sagte, hier, das ist dein Vater. Hebe es gut auf. Woher kam Ihr Vater? Deutschland. Er war deutscher Gouverneur. Und wie hieß er genau? Puttkamer. Et son prénom? Je connais que son... On m'avait dit... Man sagte mir, Jesko von Puttkamer. Jesko. Mm-hmm. D'accord. C'était l'époque d'Allemand. Das war die Zeit der Deutschen. Die Deutschen kümmerten sich damals bei uns um alles. Les Allemands qui s'en occupent partout en ces temps-là. Die Deutschen, die waren sehr gut. Wir hatten nichts an die Deutschen zu gegen. Wir hätten kein Kram mit den Deutschen gehabt. Es war nur euer Krieg, euer europäischer Krieg. Aber hier in Buea, bei uns hier, es war nichts. Wir waren ganz zum Frieden mit den Deutschen gewesen. Die haben uns viel getan, allerlei. Als hätten wir Geschenk bekommen. Ich bin ein Bamun-Mädchen, das aus Deutschland abstammt. Das ist Herr Bismarck. Vaters Land ist gut. Ich bin stolz, weil ich weiß, dass es ein sehr schönes Land ist. Deutschland ist sauber, es ist gut und es ist schön. Der erste Gouverneur von Deutsch-Kamerun ist Jesko von Puttkamer. Zur eigenen Wohltat befiehlt er den Bau eines europäischen Schlosses an den Abhängen von Afrikas zweithöchstem Berg. Tausende von Zwangsarbeitern müssen über 30 Kilometer weit schwere Zementsäcke unter dem Gesang der Peitschenhiebe zu dem 1000 Meter hochgelegenen Bauplatz schleppen. Ein Tennisplatz dient der Körperertüchtigung des Bauherrn, der nie ein Hehl aus seiner Verachtung für seine schwarzen Untertanen gemacht hat. Sie sind das faulste, falscheste und niederträchtigste Gesindel, welches die Sonne bescheint. Und es wäre sicherlich das Beste gewesen, wenn sie schon nicht ausgerottet, so doch außer Landes verbracht worden wären. Der sittenstrenge Preuße hält sich einen Harem aus schwarzen Frauen im Weißen Schloss, holt auch deutsche Geliebte von zweifelhaftem Ruf auf Staatskosten in die Tropen und fälscht dafür Pässe mit dem kaiserlichen Raubvogel als Stempel im Amtsmissbrauch. Gegen die Untaten des deutschen Kolonialhäuptlings gehen im Berliner Reichstag wiederholt Beschwerden der Kameruner Untertanen ein. Die Zahl der Hinrichtungen und Strafen mit der Nilpferdpeitsche steigt mit der Dauer der Regierungszeit von Puttkamers. Die Regel sind 25 blutige Hiebe und Kamerun hat bald den Beinamen The 25 Country. 1906 schließlich ist dieser Gouverneur nicht mehr zu halten. Die Regierung in Berlin muss ihn entmachten. 3 Jahre bevor hier Else geboren werden wird, kehrt Jesko von Puttkamer nach Berlin zurück.
Nur ein Mensch glaubt an ihn dennoch bis heute, Else. Sein selbsternanntes Wunschkind achtet und verehrt den vermeintlichen Vater und trotzt schweigend der Überlieferung vom Despot des Unrechts. Öffnet die Augen. Seht ihn euch an. Er kommt nur, eine kleine Mahlzeit zu verzehren. Doch er will das Essen von Millionen anderen auf einmal verschlingen. Seht ihn euch an und fürchtet ihn. Er kann nur in einem Bett schlafen. Doch er will die Betten von Millionen Schläfern auf einmal haben. Verflucht ihn, verdammt ihn. Er kann nur in einem Grab ruhen. Doch er will die Gräber von Millionen Generationen auf einmal an sich reißen. Hier oben in diesem Gebäude bin ich geboren worden. Nach 3 Tagen, hatte mir meine Mutter erzählt, 3 Tage nach meiner Geburt, hatte der Kamerunberg gebebt. Und Vater hatte ein Klavier gekauft, damit er meine Geburt feiern kann. Hatte Ihr Vater nach seiner Abreise Ihrer Mutter etwas hinterlassen? Nichts. Nur das kleine Foto. Hatte Ihr Vater später jemals geschrieben? Nein, niemals. Ich bin halb deutsch und halb kamerunisch, das ist so. Und es ist ja nicht meine Schuld, dass es so passiert war. Nichts als ein Foto von dem, den sie Vater glaubt. Im Nebelbild der zwiefarbenen Idylle, beladen mit dem fahlen Abglanz eines fernen Lichts, das ihre schwarzen Festmäler mit weißen Symphonien erhält. Nichts als ein Foto von dem, den sie Vater glaubt. Durch endlose Blicke vom Betrachten berauscht, von vertrauten Händen mit Eifersucht bewacht, tausendfach befleckt von Speichel und Tränen, sein bleiches Antlitz fortgeküsst vom Papier. Verloren dort im fernen Land der Weißen, im verworrenen Stamm der deutschen Ahnen. Der König gibt seinen Untertanen Audienz. Sultan Seydun Djimoulou, Sohn und Nachfolger des legendären Königs Njoya, gilt dem Volk auch heute noch als Vater des Landes. Der traditionsbewusste Herrscher der Bamun gibt sich und seinen Palast aus deutscher Zeit würdig dem Jagdfieber europäischer Touristen preis. Else sucht die Nähe der Touristen, hofft auf Kontakte nach Deutschland. Der 85-jährige König kennt Else aus gemeinsamer Kindheit in diesem Palast und sie ist ihm eine entfernte Verwandte geblieben. Seydou fühlt sich für Elses Schicksal verantwortlich, weil sein Vater vor 80 Jahren ihre Mutter an die deutschen Kolonialherren verschenkt hatte. Wie jede alte Frau im Harem erhält auch Else von dem reichen Sultan eine Lebensrente in Nahrungsmitteln ausbezahlt. Und Else ist dem Herrscher für seine gnädige Obhut dankbar geblieben.
Majestät, hatte Ihr Vater damals, als der Gouverneur und die deutschen Soldaten zu Besuch kamen, den Gästen auch Frauen zum Geschenk gemacht? Wir erinnern uns gut, dass unser Vater, König Joya, damals an dem Ort, wo heute das Postamt steht, ein Haus für freie Frauen unterhalten hatte. Man nannte sie die Dienerinnen der Pferde und sie waren vom König zu Liebesdiensten ausgewählt. Es gehörte zur Gastfreundschaft der Bamun, dass diese unverheirateten Frauen vom König an fremde Gäste vergeben wurden. König Njoya hält im Fetamien, dem Ort des Lebens und Haus der Genüsse, junge Dienerinnen und Sklavinnen zu seiner Verfügung als Gastgeber. Sie werden auch freie Frauen genannt und sind Gesellschaftsdamen, am ehesten wohl japanischen Geishas vergleichbar. Unter ihnen lebt auch eine 14-jährige Schönheit mit dem Namen Tänche. November 1909. Gouverneur Seitz, Nachfolger des abberufenen Jesko von Puttkammer, besucht das Königtum Bamun. In seiner Begleitung ist sein Adjutant, ein strenger Offizier. Er verlangt vom Bamun-Herrscher eine Tochter zum Geschenk. Sein Name, Oberleutnant Jesko von Puttkammer, ein Vetter des abgesetzten gleichnamigen Gouverneurs. Aber der Sultan ist schlau und schenkt dem Gast anstelle der eigenen Tochter das Mädchen Tänche aus seinem Lusthaus. Die kindliche Bamun-Frau begleitet den 20 Jahre älteren Oberleutnant zum Schloss des Gouverneurs, viele Tagesreisen von ihrer Heimat entfernt. Tänche wird dort Johanna getauft. Sie wird schwanger und 1910 erblickt Else das Licht der Welt als Tochter von Jesko von Puttkammer, dem Adjutanten am deutschen Gouvernement. Der Vater wird das zweijährige Mischlingskind verlassen. Else erfährt niemals von ihrem wirklichen Vater und bleibt ein Opfer der Namensgleichheit zweier Vettern aus pommerschem Adel, derer von Puttkammers. Haben Sie niemals nach Ihrem Vater gesucht? Ich habe meine Mutter gefragt, warum ich so bin. Dann hat sie mir die Fotos gezeigt. Vater ist für immer nach Deutschland zurückgekehrt. Und warum hatte er Sie und Ihre Mutter nicht mitgenommen? Er hatte dem verstorbenen König Njoya gesagt, ich bin in Deutschland ein wichtiger Mann und wenn man dort erfährt, dass ich eine schwarze Frau hatte, dann werde ich Ärger bekommen. Warum? Weiß ich nicht. Er entschied sich, das Kind hier zu lassen. Hatte er Angst, sie seiner Familie zu zeigen? Ja, das war's. Wenn mich Vater nach Deutschland mitgenommen hätte, hätte er Schwierigkeiten gekriegt. So hat man mir das erklärt. Aber ist denn daran was Schlimmes, ein Mischlingskind zu haben? Weiß ich nicht. Ich kenne mich bei euch nicht aus. Ich kam auf die Welt und ich weiß nicht, wie und warum es geschah. Der Frau, eine Mutter der Erse, ich weiß nicht, wo hat er ihn gesehen und nehmen. Die Frau, die Mutter von Else, ich weiß nicht, wo der Weiße, der Puttkammer, der ein Kriegschef war, sie getroffen und mitgenommen hatte. Und die Alemannen wollen sich gehen in Europa. Aber der Deutsche wollte fort nach Europa und dabei war doch die Frau schwanger gewesen. Sie, seine Frau, musste zurückkehren hierher und der Sultan hat sie und ihr Kind Else wieder aufgenommen und später der Mission überlassen. Sehen Sie denn nicht, dass Else wie eine Weiße ist? Sie ist ja ein Kind der Weißen.
Wo lebten Sie dann, als Sie hierher nach Fumban gekommen sind? Hier in Fumban blieb meine Mutter mit mir immer im Palast des Sultans, so lange, bis uns die Missionare herausgeholt hatten. War denn das Leben im Palast nicht gut? Doch, es war schon gut, aber es gab dort keine gute Erziehung. Man lebte nur so dahin, wie die Eingeborenen eben. Wo warst du in der Schule? Wir gehören in der Schule. Singen, Schreiben, Rechnen und biblische Geschichte. Rechnen. Mit stiller Kraft haben die evangelischen Missionare Else und Mutter aufgenommen. Die barmherzigen Pädagogen sind von der Sehnsucht getrieben, in dem Kind der Rassenschande den Rohstoff für ihre Mission und Kulturarbeit zu finden. In der Vielehe der Bamun-Gesellschaft besteht das Unglück der heranwachsenden Else weniger darin, nicht ständig mit dem Vater leben zu können, vielmehr darin, den Vater gar nicht zu kennen. Else sucht nach einem Vater bei den Christen und sie glaubt, in Gott einen Ersatz zu finden. Haben Sie lange auf der Mission gelebt? Ja, viel zu lange. Mit 12 Jahren habe ich den Palast verlassen und seither war ich immer auf der Mission. Ich bin hier aufgewachsen, habe hier geheiratet und bin hier geblieben, weil die Mission nicht erlaubte, dass ich zu weit entfernt lebe. Ich komme auch jetzt noch jeden Abend hier zur Kirche, um zu beten. Die Mission hatte mich damals hier versteckt, damit ich, solange ich lebe, vor dem Verderben bewahrt bleibe. Die Missionare haben Else geholfen, der eigenen Kultur und Tradition zu kündigen. Sie kleiden das Mädchen nach europäischem Vorbild und Else bemüht sich, ihre Sprache zu sprechen, macht der fremden Kultur Hof. Sie möchte sich die Seele aus dem Leibe reißen, die Seele der halben Negerin, von der man sie lehrte, sie sei kindlich, wild und heidnisch. Eingemauert in die Sprache der Christen, kaut Else die Brocken der fremden Kultur wieder und wieder. Diesen Baum habe ich als Kind gepflanzt. Da war ich so groß wie die Kinder hier drüben. Und hier gab es die Deutschen und wir wohnten dort. Da war die Schule, die ich besuchte, nachdem ich vom Palast fortgenommen worden war. Und wir haben hier immer gespielt, wie die Kinder jetzt spielen. Ich weiß eben nur, dass ich ein Kind der Mission bin. Ich bin aufgewachsen in zwei Händen. Einerseits bei König Njoya und andererseits auf der Mission. Ich bin einsam und verlassen, wie die Termite auf den Wegen. Erinnere dich, Vater. Erinnere dich jenes strahlenden Tages, als du mich Tochter nanntest und ich nicht länger das Kind der Schande blieb. Mein Mund war doch für Fleisch gemacht. Mein Mund war doch für das Lob gemacht. Aber du, Vater, blicktest von mir fort und die Erde war ein Land des Elends. Erinnere dich, Vater.
Ich bin einsam und verlassen, wie die Termite auf den Wegen. Die Nachbarn sagen, schaut her, da ist die kleine Weiße. Ich war hier die erste Mulattin und ohne die Mission wäre mein Leben verloren. Ohne den Vater im Himmel hätte ich wie die anderen Mischlingsmädchen später mein Leben auf der Straße verdienen müssen. Aber das hat der Herrgott verhindert. Immer diese ganze Schande überall und dann stirbt man und alles ist vorbei. Das liegt an meinem Blut. Man beobachtet mich, behandelt mich mit den Augen viel genauer als die anderen. Früher machten sich die Mädchen und Jungens über mich lustig, weil ich lange Haare hatte. Und sie zogen mich an den Haaren und riefen, guck mal, da ist die kleine Weiße mit den Haaren. Ich sehe, dass meine Haut anders ist und dann sage ich mir, dass es vom Blut des Weißen kommt, der mich mit Mutter gezeugt hat. Und ich denke mir, Mutter war schwarz und Vater weiß. Also ist es doch normal, dass ein weißes Kind dabei rauskommt. Die Leute kommen, mich zu besichtigen und ich werde Puttkammer genannt. Sie sagen, schau, da steht das Kind vom Puttkammer. Früher hatte ich darunter besonders gelitten, dass ich keinen Vater habe, aber ich sprach mit niemandem darüber. Ich habe keinen Vater. Jojoja und Vater im Gespräch. Und das war für mich eben immer, wenn Vater von Afrika sprach, war das für mich dann auch gleich der Sultan von Bamum. Als ich Kind war, erschien eines Tages ein Farbiger bei uns in der Wohnung, der aus Kamerun kam. Und ich war 5 Jahre alt und Vater sagte, ich sollte guten Tag sagen. Und ich ging also rein. Und weil es also nur ein Farbiger war, ging ich also strahlend auf ihn zu und sagte zu ihm, Madinga Abui, und das heißt so viel wie ich liebe dich. Und dieser Neger strahlte natürlich darüber und ich wusste gar nicht, was ich gesagt hatte. Ich bin Bodil Bauer, geborene von Puttkammer, die Tochter des ehemaligen Generalleutnants von Puttkammer, der 12 Jahre lang in Kamerun bei der kaiserlichen Schutztruppe war, von 1902 bis 1914. In dieser Zeit hat er viele Befriedigungskriege geführt und war von 1908 bis 10 beim Adjutant beim Gouvernement in Kamerun. Dort lernte er den Sultan von Jojoja von Bamum kennen. Die Puttkammer sind ein altes pommersches Geschlecht, was seit 1250 ungefähr urkundlich erwähnt wurde. Was war denn die Aufgabe Ihres Vaters in Kamerun? Ja, die Aufgabe einer Angehörigen der Schutztruppen. Das hieß, er musste damals aufrührerische Stämme befriedigen. Befriedigen heißt also? Ja, also kriegerische Handeln, wie nennt man das früher? Eine Menge der Stämme waren schon friedlich, aber einige wollten immer noch ihren eigenen Lebensstandard oder ihre Art zu leben beibehalten und wandten sich mit drastischen Mitteln gegen die Expeditionen. Ja, und die Kriege hatten eine Art, nach Vaters Erzählung, könnte man heute mit Partisanen kämpfen. Vergleichen. Deswegen waren also doch sehr hohe
Verluste auf beiden Seiten, sowohl die Europäer wie die Schutztruppe, die ja auch aus Eingeborenen bestand. Oder zu sehr großem Teil aus Eingeborenen bestand. Das war das größte Erlebnis seines Lebens. Letzten Endes dann diese Jahre in Afrika. Wie hieß denn der Chef der Kolonie Deutsch-Kamerun nach der Jahrhundertwende? Können Sie sich erinnern? Das war der Gouverneur Jesko von Puttkammer, der ein entfernter Vetter meines Vaters war, der auch lange dort als Schutztruppenoffizier gelebt hat. Das heißt also, es gab zwei? Es gab zwei Puttkammers um die Jahrhundertwende. Der Gouverneur ist 1906 abberufen worden und mein Vater war von 2 bis 14 eben wie gesagt nicht in der Zivilverwaltung, sondern als Schutztruppenoffizier tätig. Aber Sie sind eigentlich unverwechselbar, weil Sie zwei Generationen angehören. Der Gouverneur Puttkammer und mein Schwiegervater. Und so trafen sich zwei führende Persönlichkeiten, die gut miteinander konnten bei der Erschließung für die Nutzbarmachung des gesamten Landes und die sich geärgert haben über die wenigen und dann mit sehr groben Mitteln kriegführenden Negerstämme. Jesko auf Safari-Tour. Mit Kanone, Maschinengewehr und schwarzen Söldnertruppen wird Ruhe und Ordnung beschert, wenn sich die Menschen gegen die Einführung von Kopfsteuern, gegen Zwangsarbeit beim Straßenbau und auf Plantagen wehren. Und der junge Offizier von Puttkammer gilt als Spezialist in Strafexpeditionen. Er räumt auf bei den eigenwilligen Afrikanern, die der ungeliebten deutschen Entwicklungshilfe im Wege stehen. Für den aufstrebenden Oberleutnant ist sein Kriegswerk eine Herausforderung, weil in der Kolonie besser verdient wird, die Karrieren steiler sind und die Abenteuer größer. Alles in allem eine Art tropischen Fegefeuers, aber eines, das sich mit Lust auszahlt. Erinnere dich, Vater, Mutters blinder Treue und der Gesetze der Eroberer. Besonders in jener Nacht, da unser Schweiß gleich heiß, da unser Blut gleich rot, da du bebtest im makabren Ruhm der Karabiner, der Maschinengewehre, der Knüppel- und Nilpferdpeitschen, der Säbel und Ketten. Gepackt vom Schrecken um dein ganzes Kolonialreich, versprachst du uns den Ehrenplatz beim Friedensmahl, mit jämmerlich großen Zungenschlägen in dieser bleichen Farbe, die du Kultur nennst. Erinnere dich, Vater, nicht länger her als gestern. Wissen Sie, wie das ist, wenn man keinen Vater hatte und die Mutter verloren hat? Ich kenne meinen Vater nicht. Das ist doch nicht meine Schuld. Ich fühle mich, als hätte ich nie einen Vater gehabt. Und das brennt in meinem Herzen. In gesunder Höhenluft, im Park am Gouverneursschloss, zwischen Rosenbeeten, Erdbeerplantagen und Tennisplätzen erwacht Elses kindliche Mutter in einer fremden Welt.
Der Adjutant Jesko braucht das Bamun-Mädchen Tänche als Arznei gegen die Verkümmerung des Gemüts in der Schwermut der Tropen, als Fetisch gegen die Einsamkeit des kolonialen Abenteurers. Sie darf staunend zusehen, wenn ihr Gebieter zusammen mit den Damen und Herren der weißen Kolonialelite auf den Schlossterrassen idyllische, lebende Bilder von Lohengrin und Dornröschen stellt. Als Else hier geboren wird, im gleichen Jahr, notiert ein deutscher Missionar in einem Brief aus Fumban an seine Freunde in Deutschland: Oft könnte einem die Schamröte ins Gesicht steigen, wenn man vom Schwarzen hören muss, wie sich dieser und jener Europäer aufführt. Aber während Jesko mit der verbuschten Bourgeoisie Lustschlösser baut, steht seine schwarze Geliebte mit ihrem Kind im Abseits. Tänche wohnt in einem Nebengebäude für Dienstpersonal. Sie und Else sind schon aus den väterlichen Plänen verbannt. Warum ist Ihr Vater nach Afrika gegangen? Also wie kam er auf die Idee, Schutztruppenoffizier zu werden? Das waren persönliche, familiäre Gründe. Das Gehalt eines Schutztruppenoffiziers war wesentlich höher als das Gehalt eines Offiziers im Land. Und er musste doch sehr stark für den Unterhalt seiner Mutter und seiner Brüder aufkommen. Wo lebte Ihr Vater in Kamerun, als er Adjutant war? Ja, das kenne ich nur nach Bildern. Das ist ein schlossartige Villa gewesen, die in der Höhe des Kamerunberges lag. Und Vater sprach auch von Tennisplätzen, auf denen sie doch mit den Europäern, es waren ja auch einige Damen dort gespielt haben. Und Ihr Vater ist 1914 nach Deutschland zurückgegangen. Ja, das ist natürlich lange zurück, denn wie ich auf die Welt kam, war ja auch schon der Erste Weltkrieg vorüber und mein Vater hat 1914 Afrika verlassen. Sodass also, bis ich anfing, die Erzählungen nun auch aufzunehmen, waren ja auch für meinen Vater schon 15 Jahre vergangen, seitdem er dieses Land verlassen hat. Was war der Grund? Er war ganz, ganz normal auf einer Urlaubsreise, die ihm wieder zustand. Alle 4 Jahre konnten die Schutztruppenoffiziere zurück in die Heimat, auf 4 Monate. Und er erreichte dann die Heimat auf abenteuerlichem Wege. Der Vater ist fort. Der Krieg kommt nach Afrika. Die Herren wechseln. Die Franzosen und Engländer herrschen jetzt in Kamerun. Der reisende Soldat hinterlässt ein Kind im Schatten. Jesko von Puttkammer wird erst 45 Jahre später sterben. Er wird in Deutschland heiraten und eine weiße Tochter zeugen. Die Mission sucht nach ihm, findet ihn, schreibt ihm wiederholt, schickt ein Bild der 11-jährigen Else. Der Vater wird dies Foto heimlich aufbewahren und niemals antworten. Kein Schreiben, kein Geld und Else vaterlos. Ich will nicht geboren werden ohne Warnung. Du lässt das Fallbeil stürzen, Vater, beim ersten Abschied schon. Und eine Mutter klagt mit gebrochenem Herzen in die große Nacht, dass ihre rauen Tränen trunken machen ein Heer von Schakalen.
Eine ganze Nacht lang. Nacht von Hundstagspfeilen straff gespannt. Blutige Nacht. Ich will nicht geboren werden ohne Warnung. Deine tropischen Verträge, Vater, dort oben mitten ins Herz gepflanzt. Beim ersten Abschied aber heruntergespuckt von oben zu den schwarzen Füßen der Paläste. Doch auf dem dunklen Pergament meiner Stirn wird die Feder der Morgenröte Vaters Namen kratzen. Nein, ich will nicht geboren werden ohne Warnung. Tänche, die verschenkte Frau, wird ihr Leben lang mit Tochter Else bei den Missionaren bleiben. 1957 hat Else die verbitterte Mutter im eigenen Garten begraben, nur wenige Schritte von der ehemaligen Missionsstation entfernt. Die Leute auf der Mission kamen und gingen wieder, aber Else blieb in deren Hand. Ihre Welt ist die einer Besiegten und die Nachbarn nennen ihr Leben rückblickend La Maman Casernier, Mutter hinter Gittern. In den Augen dieser Marktfrauen trägt die Mulattin Else den Adel beider Kulturen. Aber Else fühlt sich unvollkommen und verurteilt sich selbst. Sie lebt im ständigen Angriff auf sich selbst und schämt sich ein Leben lang für das, was an ihr am meisten wirklich ist. Dafür nimmt Else Rache und blickt herablassend herunter auf ihre schwarzen Nachbarn mit den Augen des Anklägers. Else hat aus den Vorurteilen ihrer weißen Vorbilder gelernt. Sie kennen ja die Schwarzen, die leben aus der Hand in den Mund, sagt sie gerne dem weißen Besucher, um Zustimmung heischend. Manchmal kommen weiße Touristen und Entwicklungshelfer in die Stadt, Leute vom Club Mediterranee oder Straßenbauer von Held und Franke aus Deutschland. Am Samstag kommen oft die Deutschen und Franzosen her und sie bezahlen mich als Schlepper. Wir fahren zur Disco, wir trinken und holen Frauen. Oder ich bringe die zum Chantier, wo es Grillhühner und Frauen gibt. Wir trinken, rauchen und die Deutschen bezahlen für die Frauen. Meist sind das die Leute, welche die neue Straße bauen. Ich verehre dich, göttlicher Mensch hinter den Meeren, der du formst mit deinen Händen, deinen zarten Räuberhänden, die Kinder der Schande. Ich verachte dich, Eroberer von maisfarbenem Haar, der du zurückgekehrt bist zu den Frauen aus ebenholzfarbener Haut, den Töchtern der Nacht, die sich von fremdem Blut ernähren, die Mütter der Schande. Vor 80 Jahren war Else in Fumban das erste Mischlingskind. Aber im deutschen Kolonialreich wuchs schon ein kleines Heer an Mulatten heran. Im Reichstag bot die wachsende Zahl ein ständiges Streitthema. Man drehte an der Gesetzesschraube, forderte Strafen für Geschlechtsverkehr mit schwarzen Frauen und erklärte die Mulatten einfach zu rechtlosen Eingeborenen. Damals nicht länger her als gestern. Weißt du, wer die erste Mulattin in Fumban war? Die erste Mulattin, das war die Frau, das war ein Deutscher, der das angestellt hat. Kennst du den Namen der Mischlingsfrau? Der Name, wie heißt sie denn wieder? Else? Weißt du, wer der Vater war? Nein, ich habe den Vater nicht gekannt. Der Großvater erzählt aber manchmal darüber. Ich heiße Njupu Rachel und ich sitze hier mit meinen zwei kleinen Kindern. Bist du verheiratet? Nein, ich bin ein Fräulein. Wer ist der Vater dieser Kinder? Der Vater ist fort, er ist nach Paris zurück. Haben die Kinder Probleme, weil sie Mischlinge sind? Nein, nur in der Schule gibt es deswegen Probleme. Machen sich die anderen Kinder über sie lustig? Ja, sie reden von den kleinen Weißen, erzählen dies und jenes. Da kriegen sie Schwierigkeiten. Lassen die meisten Weißen ihre Kinder hier? Ja, die meisten lassen die Kinder sitzen. Sie schämen sich wegen der Familie, weil Mischlingskinder eben doch als Neger angesehen werden. Es gibt andere Weiße, die nur heimlich mit afrikanischen Frauen zusammen sind. Da gibt es ganz viele. Sie verstecken ihre schwarzen Mädchen und wenn es Kinder gibt, akzeptieren sie die Kinder nicht.
Ils ne vont pas accepter. Ich habe an deine Türe geklopft, ich habe an dein Herz geklopft, um dein Bett zu haben, um dein Feuer zu haben. Warum stößt du mich zurück? Warum fragst du, ob ich aus Afrika komme, ob ich aus Amerika komme, ob ich aus Asien komme? Warum fragst du, wie lang meine Nase ist, wie dick meine Lippen sind und wie meine Götter heißen? Öffne deine Tür, öffne dein Herz. Denn ich bin ein Mensch aller Zeiten, ein Mensch aller Himmel, ein Mensch, der dir gleich sieht. Jedes Kind wird, wenn es groß ist und wenn man es geschaffen hat, ohne ihm den Vater zu zeigen, seine Mutter fragen: Wo ist mein Vater? Man will doch seine Vorfahren kennen. Vielleicht will Vaters Familie mich gar nicht sehen. Für mich wäre das schön. Aber für die? Ich kenne ja deren Gedanken nicht und das macht mir Angst. Auch wenn sie sich meinetwegen schämen, sie sind doch nicht Gott. Und Gott war es doch, der mich geschaffen hat. Haben Sie persönlich irgendeine Beziehung zu Afrika? Nein, überhaupt nicht mehr. Mein Vater hat sehr, sehr viel für Afrika getan seinerzeit. Es gab ja einen Kolonialbund und was sich alles nach dem Ersten Weltkrieg entwickelte und auch im Zweiten Weltkrieg noch gefördert wurde. Aber ich habe keinerlei Beziehungen mehr zu Afrika. Können Sie sich vorstellen, dass Ihr Vater in Afrika ein Kind hinterlassen hat? Da bin ich überfragt. Ich weiß es nicht. Ich meine, man muss das natürlich aus der Situation der damaligen Zeit und des Standes eines Europäers in Afrika sehen. Und wartete zu Hause seine Frau auf ihn? Oder nein, verlobte? Er war noch nicht verheiratet. Er war mein auch Vater nicht verlobt? Oder wie kam nein, zu, nein, zur nein. Welt? Mein Vater hat 19, meine Eltern haben erst 1917 geheiratet. Und die kannten sich auch sie gar kannten nicht? Sich seit 1899. Und meine Mutter hat die ganze Zeit auf meinen Vater gewartet. Es gab doch auch Beziehungen zu schwarzen Frauen, wie wir von dem Gouverneur jetzt ja, aber sicherlich hat es die gegeben. Ja. Aber das würde uns, glaube ich, mein Vater oder mir nie erzählt haben. Nein, das kann ich Ihnen nicht beantworten. Ist es nein, Ihnen nie was nein, untergekommen? Nein. Auch nicht in den Tagebüchern oder so? Nein, 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 nein. Sie haben mir heute ein Bild gezeigt. Mhm. Und ich bin ziemlich sicher, oder fast 100%, eine dass Tochter diese, meines Vaters sein. Wissen Sie, ob er noch später Kontakte nach Afrika hatte? Ich möchte Ihnen, wenn Sie das erlauben, gerne ein Videoband zeigen. Tun Sie, gerne. Wenn ich nur jemanden finden könnte, der Vater sehr nahe war. Ich könnte ihm schreiben und er kann mir schreiben. Ich verlange doch keine Sachen von Ihnen. Gott hat mir geholfen, mich allein zurechtzufinden. Aber es berührt mich immer so. Ja, sie sucht nach ihrem Blut, ne? Ja. Und ob ich ihr denn helfen würde, in Deutschland ihre Familie zu finden, ne? Ja. Wissen Sie, ich habe keinen Vater. Ich kenne meinen Vater nicht. Und das ist doch nicht meine Schuld. Ich
Hier geht es noch um was anderes. Natürlich ist ihr wichtig, dass das ein Gouverneur war, aber sie will ja, sie will nicht vaterlos sterben. Man sollte sie immer mehr darauf versteifen. In Deutschland gibt es keine, die Linie ist tot, nicht? Ich glaube, sie ist doch ganz stolz, dass man sagt, dass sie die Tochter des Gouverneurs ist. Das ist klar. Ja. Nicht? Ja. Und wenn man jetzt plötzlich kommt und sagt, das kann gar nicht sein, sie sind eine Tochter des dort gewesenen, damals zum Schluss Hauptmanns von Puttkammer. Nur des gleichen Namens. Ich glaube, dann stürzt bei ihr auch irgendwie eine Welt zusammen. Aber es ist halt so, dass sie immer verlangt, dass ihr Blut sie anerkennt, wie sie sagt. Weil es ist doch ihre Familie. Das ist ja nur schwierig. Dann kann ich nur sagen, es ist kaum möglich. Würden Sie zu ihr von sich aus zu ihr Kontakt suchen oder würden Sie die empfangen, wenn die käme? Oder wie ja, würde na, warum nicht? Das würde mich, ich glaube, da hätte ich keine Hemmung, wenn die hier an der Tür steht und klingelt, soll sie reinkommen. Ich heiße Micheline und bin die Tochter von Else Puttkammer. Ich bin die Enkelin von Jesko von Puttkammer. Wo arbeiten Sie? Ich bin bei der Fluggesellschaft Cameroon Airlines angestellt. Und da arbeite ich unter anderem deshalb, weil mir diese Arbeit erlaubt, bei günstigen Reisekosten in Europa nach meiner Familie zu suchen. Was für ein Gefühl ist es, einen weißen Großvater zu haben? Ich bin sehr, sehr stolz. Vor allem, weil ihr uns versprochen habt, meine deutsche Familie finden zu helfen. Wie fühlen Sie sich in Ihrer Haut? Ich bin sehr froh und zufrieden, weil ich es nicht nötig habe, meine Haut zu bleichen wie die anderen. Ich habe die helle Haut von meiner Mutter geerbt und von meinem Großvater, der ein Weißer war. Hätte Afrika niemals gelitten. Ich hätte mir die Haut geschminkt, um weißer noch zu werden als der Albatros. Hätte Afrika niemals gekämpft und gelitten und gekämpft und gesiegt, ich würde Scham empfinden, wirklich große Scham, von ihm zu sprechen vor der ganzen Welt. Oh, hätte Vater mir doch alles das gesagt. So lebe ich nun und sterbe dabei jeden Tag, weil ich Negerweiß werden wollte.